Kranke. Die CO2-Bilanzierung, also die Berechnung von Emissionen im eigenen Unternehmen. Warum ist das gerade jetzt ein Thema? Also Umweltorganisationen, aufgeklärte Verbraucher und auch Behörden interessieren sich immer mehr dafür, wie viel Treibhausgasemissionen Unternehmen und auch Produkte verursachen. Und aus diesem Grund haben Unternehmen angefangen, Umweltbilanzen, Klimabilanzen zu erstellen. Und das ist ein Trend, der weltweit zu beobachten ist und der auch in Zukunft weiter zunehmen wird. Und was genau bedeutet das für Logistikunternehmen? Nun, wer Waren herstellt oder mit Waren handelt, der kommt an Transport- und Lagerprozessen nicht dran vorbei. Und aus diesem Grund benötigen die Unternehmen von ihren Logistikdienstleistern Informationen, um ihre Klimabilanzen halt erstellen zu können. Das hat die Logistikbranche auch erkannt und hat deshalb kürzlich auch einen Standard veröffentlicht, der die Berechnung dieser Treibhausgasemissionen in der Logistik regelt. Was genau bedeutet dieser Standard? Also mit der DIN 16258, so die genaue Bezeichnung, ist es nun erstmals möglich, Treibhausgasemissionen beim Transport zu berechnen. Und dieser Standard, der regelt zum Beispiel, mit welchen Formeln die Treibhausgasemissionen ermittelt werden. Oder er regelt auch, wie die ermittelten Treibhausgasemissionen in den einzelnen Sendungen zugeordnet werden müssen. Und das ist ein großer Fortschritt, weil dadurch die Umweltberechnungen, die Klimabilanzen der Logistikunternehmen erstmals auch vergleichbar werden. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Andrea Schön und Martin Schmid, das man vielleicht jetzt schon als Standardwerk zum Thema bezeichnen kann. Bitte sagen Sie doch mal kurz, was dieses Buch leistet. Also ob es wirklich ein Standardwerk ist, das muss dann natürlich der Leser entscheiden. Aber richtig ist sicherlich, dass dieses Buch, wie kein anderes derzeit am Markt, die Methoden zur Ermittlung von Treibhausgasemissionen in der Logistik sehr detailliert beschreibt und erörtert. In diesem Buch orientieren wir uns an der erwähnten europäischen DIN-Norm. Gleichzeitig füllen wir aber auch die Lücken, die diese Norm immer noch hinterlässt. Zum Beispiel regelt das Buch oder bietet das Buch Informationen dazu, welche Datenquellen man bei den Energieemissionen der einzelnen Verkehrsträger ansetzen kann. Oder es gibt auch Hilfestellungen zur Berechnung der CO2-Emissionen im Lager, denn die Norm regelt bisher nur den Transport. Und man kann eigentlich sagen, dass die Norm ist sozusagen das Gerüst und das Buch erfüllt diese Norm halt mit Leben. Vielen Dank.